willkommen im Satsang. Was bewegt euch in eurem Herzen? Könnt ihr es überhaupt spüren? Oder ist der Kopf derjenige, der sich in den Vordergrund drängt? Viele Menschen können es nicht spüren, was ihr Herz sagt, weil sie die ganze Zeit denken müssen. Ich denke nur, wenn ich Lust habe. Oder wenn was ganz Wichtiges ist. Wichtig für jemand anderen. Weil was ist wichtig? Wenn man genau hinschaut. Mich selber. Ich selber bin mir wichtig. Du bist dir wichtig. Ja. Ja. Wenn du ganz genau hinschaust, wer du bist, was entdeckst du dann? Du bist mir wichtig.
Wichtig ist doch das, was wir für wichtig halten. Und das ist unterschiedlich bei jedem. Satsang gibt uns die Möglichkeit, genau hinzuschauen, ob das, was wichtig erscheint, auch wirklich so wichtig ist. Und dazu brauchen wir eine Hilfestellung. Sonst passiert genau das, was ich vorher gesagt habe, dass nämlich der Kopf die ganze Zeit denkt. Das wird uferlos, wenn wir nicht diesen Moment leben, wenn wir nicht in diesem Moment schauen, was ist jetzt wichtig. Wenn wir uns überlegen, was ist morgen wichtig oder nächste Woche oder nächstes Jahr, dann fängt der Verstand an durchzudrehen. Wie die meisten Verstände. Das scheint ja normal zu sein. So als ob das zu unserer Zivilisation gehört. Dass wir die ganze Zeit denken über die Vergangenheit, die Zukunft. Dass wir uns Sorgen machen. Hoffnungen haben. Das ist nicht natürlich. Es ist vielleicht statistisch gesehen normal. Aber natürlich ist es nicht. Wenn ihr euch ein Tier anschaut, habt ihr das Gefühl, dass das Tier die ganze Zeit denkt? Ich nicht. So eine Katze denkt, glaube ich, überhaupt nicht. Die genießt einfach nur den Moment. Und wenn da mal eine Maus erscheint, dann fängt sie an zu laufen und dann genießt sie, dass sie mit der Maus spielt. Die Maus genießt es dann nicht. Aber so ist halt das Spiel. Der eine genießt, der andere vielleicht nicht. Was ist jetzt in diesem Moment wichtig? Kann jeder mal in sich reinhören und für sich selbst die Frage beantworten, was jetzt gerade wichtig ist? Und wundert euch nicht, wenn ihr nichts findet. Es ist nämlich nichts wichtig. Es ist nämlich alles so, wie es ist. Einfach so. Ohne wichtig und unwichtig. Ohne gut und schlecht. Wenn wir ganz ehrlich jetzt hinschauen, was jetzt ist, dann ist doch alles in Ordnung. Selbst wenn wir einen Schmerz hätten, physisch oder emotional, wenn wir den in diesem Moment fühlen, ohne uns zu überlegen, was daraus jetzt noch werden könnte, was für ein Drama das noch werden könnte, wenn das nicht aufhört, wenn das noch schlimmer wird, wenn ich den wiedersehe, der mir das angetan hat und so weiter, wenn wir das alles weglassen, dann ist es einfach nur so, wie es ist. Und es fühlt sich noch nicht mal schlecht an und auch nicht gut, sondern nur so. Eine der wertvollsten Blüten der indischen Weisheitskultur liegt in der Entdeckung der Soheit.
Und Satsang ist die Art, wie wir uns dieser Soheit annähern können. Wie wir entdecken können, dass alles einfach nur so ist. So wie es jetzt ist, wie es jeder sehen kann. Das muss man nicht glauben. Das kann man sehen. Und selbst wenn man blind ist, kann man es sehen. Weil dann hat man andere Wahrnehmungskanäle, dann hört man es vielleicht. Oder man spürt es. Aber man spürt es doch jetzt und nicht morgen. Man kann es auch nur jetzt hören und nicht morgen. Wenn wir uns radikal auf diesen Moment beschränken, wird aus dieser scheinbaren Beschränkung die totale Freiheit. Denn was nimmt uns denn die Freiheit normalerweise? Doch meistens die Gedanken, was alles noch problematisch ist, was wir alles noch lösen müssen an Problemen. Das macht uns doch das Leben teilweise zur Hölle oder macht es zum grauen Alltag, was auch nur eine Hölle auf Zeit ist. Aber wir sehnen uns doch instinktiv nach etwas, was gut ist, was sich wirklich gut anfühlt, was beständig ist, was nicht einfach kommt und geht. Und wenn wir lange genug bewusst leben, merken wir, dass es nicht dort zu finden ist, wo es uns die Werbung verspricht. Und auch nicht dort, wo es uns die Freundinnen oder die Nachbarn oder sonst irgendjemand verspricht. Wenn ich nur den perfekten Partner habe, dann ist alles gut. Oder den perfekten Job. Das perfekte Leben. Wenn nur mehr Geld in der Kasse wäre, dann wäre alles gut. Dann könnte ich mich endlich entspannen. Wer hat schon entdeckt, dass das nicht funktioniert? Schon ein paar. Und alle anderen haben noch genug Zeit, es rauszufinden. Natürlich ist es schön, wenn man mal gerade jemanden trifft, mit dem man sich gut versteht. Das ist schön. Aber wie lange dauert es, bis der erste Streit kommt? Und selbst bei Paaren, die wirklich füreinander geschaffen sind, irgendwann muss einer den Körper verlassen. Dann ist auch erstmal vorbei. All diese Dinge sind nicht ewig. Und viele, die geglaubt haben, sie wären jetzt finanziell abgesichert, sind durch die Vorkommnisse der letzten Jahre etwas ernüchtert worden. Die, die eh kein Geld hatten, denen war es wurscht. Das waren eigentlich eher die, die darüber entspannt lächeln konnten. Also ich war relativ entspannt. Aber die, die davon abhängen, dass ihr Konto einige Millionen aufweist, damit sie überhaupt alle Rechnungen bezahlen können, die hatten echt ein Problem. Und die werden auch weiterhin Probleme haben, weil die Wirtschaft geht rauf und runter. Das macht sie nun mal. Sie ist nämlich Illusion. Und Illusionen kommen und gehen. Illusionen bleiben nicht, weder die guten noch die schlechten. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, weißt du, es geht vorbei. Und wenn es dir gut geht, weißt du es auch. Macht nichts. Das ist unser Menschheitsabenteuer.
Aber was können wir innerhalb dieses Abenteuers entdecken an Beständigkeit, nach der wir uns ersehnen? Wir können entdecken, dass dieser Moment verlässlich ist. Immer. Das könnt ihr ausprobieren. Jetzt und in jedem anderen Moment. Wobei ich vorausschicken muss, es gibt nur diesen Moment. Solltet ihr euch in einem anderen Moment wiederfinden, dann sagt Bescheid. Dann muss ich das alles nochmal überdenken. Es gibt nur diesen einen Moment und dieser Moment hört nie auf. Das ist das. Hallo. Das ist das, was die meisten Menschen nicht wagen zu denken. Sie haben vielleicht im Religionsunterricht von der Ewigkeit gehört und haben sich nichts darunter vorstellen können. Dabei sitzen sie mittendrin. Wir sitzen alle mitten in der Ewigkeit. Und auch mitten im endlosen Raum. Also hier rechts und links und oben und unten, da geht es ewig weiter. Da ist vielleicht ein Teppich dazwischen und eine Erdkruste. Und dahinter geht es aber endlos weiter. Da oben ist nur ein Dach drüber. Und dann kommen die Sterne. Eine unermessliche Freiheit umgibt uns. Und wir sitzen mittendrin. Das Einzige, wie wir es schaffen, uns das zu vermasseln, ist zu denken. Kleinliche Sorgen zu wälzen, zu grübeln, Erwartungen an andere Menschen zu stellen, die sie niemals erfüllen können, oder an sich selbst, die man auch niemals erfüllen kann. Anstatt die Soheit dieses Augenblicks wahrzunehmen und zu genießen. Die Soheit des Augenblicks hängt nicht davon ab, ob es jetzt gerade schön ist oder nicht, ob die Sonne gerade scheint oder ob es regnet. Ich meine, jeder, der hier sitzt, hat sicher irgendwas von der spirituellen Meisterschaft schon mal gehört. Sonst wären wir nicht hier. Also es muss etwas geben, was jeder von uns erreichen, sage ich nicht gern, aber entdecken kann, was ihn befähigt, das Leben völlig zu genießen, ohne Ausnahme und ohne, dass jemand anders was dagegen machen kann. Weil oft sind wir in einem guten spirituellen Flow drin und dann kommt irgendjemand und macht uns alles kaputt. Das erlebt, glaube ich, jeder ab und zu. Dann haben wir halt die spirituelle Meisterschaft noch nicht erreicht. Offensichtlich nicht, sonst könnte uns das niemand kaputt machen. Denn das, um was es geht, ist unzerstörbar und unstörbar. Es ist absolut unabhängig von äußeren Einflüssen. Das klingt vielleicht vermessen, aber so ist es einfach. Es ist möglich. Und alles, was drunter ist, da brauchen wir uns nicht auf Dauer damit abgeben. Jeder, der hier sitzt und jeder, der das Video sieht, ist in der Lage, diesen Moment zu genießen. Warum? Weil es total einfach ist. Alles andere ist kompliziert. Wenn ich jetzt einfach nur schaue, dann sehe ich lauter schöne Menschen. Und das ist wirklich so. Weil manche glauben ja von sich nicht, sie wären schön, aber das stimmt gar nicht. Jeder Mensch ist schön, so wie er ist. Man muss es nur sehen können. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich es endlich sehen kann. Weil ich nicht denke. Oder kaum. Weil ich einfach schaue.
Und wenn du nur schaust, ohne die ganzen Filter, die ganzen illusionären Schleier vorm Hirn, dann siehst du es ganz deutlich. Die Welt ist schön. Und die Lebewesen in dieser Welt sind schön. Alle. Selbst die kleine Spinne. Die kleine Schlange, die irgendwo im Gras sich windet. Selbst der Tiger, wenn er dich erwischt im Dschungel, hat eine Schönheit. Wir tun zwar alles, dass es nicht passiert, aber dann gehen wir aufs Rainbow Spirit Festival und setzen uns den spirituellen Tigern aus. Setzen uns direkt davor hin und glauben, das wäre ungefährlich. Aber so ganz harmlos ist es nicht. Weil hier geht es euch eigentlich total an den Kragen. Hier hat das Ego keine Chance. Und solltet ihr beschließen, öfter zu kommen oder meine Nähe dauerhaft aufzusuchen, dann bin ich euer Auftragskiller. Es gibt diesen wahnsinnig guten Film von Aki Kaurismäki, ist der, glaube ich, ein finnischer Regisseur. I hired a contract killer. Ich habe einen Auftragskiller angeheuert, heißt das auf Deutsch. Das Lustige ist, als er das getan hat, trifft er eine Frau, in die er sich verliebt und möchte das dann wieder rückgängig machen. Und er hat aber die Telefonnummer von dem verloren. Tja, Glück gelaufen. Also tragt euch nicht in den Newsletter ein. Das ist nämlich das Gleiche. Ja, ihr lacht noch. Das ist das Einzige, was wirklich gut ist am Satz sagen, dass es am Anfang noch lustig ist. Nee, und dann wird's richtig gut. Weil der Spaß ist nur der Anfang. Hm.